Hallo mein Schatz, Papa wünscht dir eine gute Nacht. War es doch unser Job, dass du ohne Angst auch wachsen kannst. Doch wie es aussieht, haben wir versagt. Denn keiner von uns glaubte an diesen Tag, dass irgendwann der letzte Gletscher im Meer versank. So wie an jenem Tag des Donald Trump, als Reiche ihren Reichtum auf anderen aufbauen, haben wir leider den Lobbyisten vertraut. Mit einem Lächeln im Gesicht eure Zukunft verhauen. Vergiss niemals, am Ende gewinnt immer das Haus. Du fragst, warum habt ihr eigentlich gespielt? Nun ja, der Mensch folgt einfach zu viel, dann wird er blind, dass er nichts mehr kennen kann zwischen Propaganda, Neid und dem Fernsehprogramm. Und eines Tages bist du wieder frei, an jenem Weihnachten, an dem es nach 50 Jahren wieder schneit. Komm und schlaf jetzt ein, mein Kind, es wird Zeit, dass du das hier schnell noch trinkst. Dann bist du endlich frei wie der Wind, wo ein Engel dann für dich singt. Setz dich, kleiner Mann, ich muss dir was erzählen. Eigentlich könnte es der Menschheit ziemlich gut gehen. Doch dann kam der Tag, an dem die Pilze aus dem Boden kamen. Ein gleißendes Licht, ein lauter Knall, alles war kahl. Die Wanderung begann unter Tage in die Höhlen. Die Welt verpestet, alles voll Müll. Ackerbau scheidet aus, aber Nahrung essentiell. Mittlerweile ist es soweit, dass uns wirklich nichts mehr hält. Ein Kind pro Tag, ein Erwachsenen pro Woche. Um die Gruppe zu erhalten, müssen wir die Opfer kochen. Unser Regen ist wie Säure, der Schnee besteht aus Asche. Was steckt der Bonze sich jetzt in seine Tasche? Alle Nutztiere tot, der Planet liegt in Trümmern. Es bringt nichts mehr, dieses Weinen und Wimmern. Mit Tränen in den Augen und einem Stein in der Hand trete ich jetzt leise von hinten an dich ran. Komm und schlaf jetzt ein, mein Kind, es ist Zeit, dass du das hier schnell noch